Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Beer Goalkeeper im Karrieremodus mit mir, dem Partian LP. Ein mageres 0-0 gegen Nordirland soll weichen gegen 3 Punkte gegen die Oranjes. Österreich gegen die Niederlande steht an. Ein großes Spiel, in dem wir uns beweisen müssen. Die Niederlande, eine der großen internationalen Fußballnationen, die immer wieder junge Talente nachbringen, die zwar 2016 bei der EM es nicht geschafft haben, aber ich bin überzeugt, 2018 bei der EM werden sie dabei sein, und gegen die heißt es jetzt kämpfen, fighten, laufen und mit mindestens einem Tor Abstand gewinnen. Für mich natürlich wünschenswert, wenn wir kein Gegentor kassieren, wenn ich die weiße Weste anbehalte, sie mitnehmen kann und dann zu Hause einpacken kann. Bin schon gespannt, wie wir uns anstellen. Österreich in den rot-weiß roten Dressen und die Oranjes in den weiß-orangen Dressen. Und die beginnen schon mal schnell abgefälscht, und Memphis Depay, der bei Manchester United unter Vertrag steht, hat schon die erste Chance, das leere Tor zu treffen, weil wir den Ball hinterhergeflogen sind, der abgefälscht war. Aber zum Glück konnte er nicht einnetzen. Gestern auch EM-Spieltag. Wales hat 1-0 gegen Nordirland gewonnen. Kroatien hat verloren 0-1 gegen Portugal. Da ging es in die Verlängerung. Und in der 117. Minute hat Quaresma das 1-0 für die Portugiesen getroffen. Diese treffen dann auf die Polen. Das wird auch ein spannender Fight. Jetzt habe ich das Gefühl, die Portugiesen, die haben so ein kleines positives Ergebnis gebraucht, um in diese EM zu kommen. Und das haben sie jetzt geschafft gegen die Kroaten, wo man schon gedacht hat, von den Ergebnissen her wäre eventuell eher Kroatien zu favorisieren, und dann hat doch Portugal eben gewonnen. Die Schweiz hat im Elfmeterschießen verloren. Shaqiri mit einem Traumtor vom 16-Meter-Rand, ein Fallrückzieher-Tor reingemacht, und sie lassen mit der Fußabwehr. Und dann hat Shaqiri aber Shaka hat verschossen, tut mir leid, Shaka hat dann verschossen. Im Endeffekt hat dann Polen 5-4 im Elfmeterschießen gewonnen. Heute Frankreich gegen Irland um 15 Uhr, Deutschland gegen die Slowakei und Ungarn gegen Belgien. Der Part wird erst nach dem Spiel. Frankreich gegen Irland. Oh, gerade noch abgewehrt, und da ist aber nochmal Julian Baumgartlinger mit dem 1-0 für Österreich. Ja, so schreibt man seinen Namen. Die Nummer 14, die jetzt zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, schafft es. Da nochmal abgewehrt, mit Glück kommt der Baumgartlinger nochmal ran, weil der Verteidiger den Ball nicht wegschlägt, sondern versucht anzunehmen. Der verspringt ihn vor die Füße von Julian Baumgartlinger, und der schießt ihn einfach mal rein. Erstes Tor in der WM-Quali für den jungen Mann von Julian Baumgartlinger. Meine Tipps heute sind, dass ist schwierig. Ich habe ja gewettet. Ich bin auch ich sag mal, Frankreich gewinnt gegen Irland, aber nach 90 Minuten noch ein Unentschieden. Deutschland gewinnt in den 90 Minuten noch gegen die Slowakei. Und Belgien gewinnt. Gewettet habe ich auch auf, also ich glaube, ich habe heute gar nichts gewettet, weil mir die Spiele von den Quoten her erstens zu unsicher sind. Und zweitens, ja, keine Ahnung. Morgen dann Italien, Spanien, England gegen Island. Und am Donnerstag geht es dann weiter mit dem Viertelfinalrunden. ...20 Minuten hier in unserer Partie gespielt.
Die Niederländer haben gut angefangen. Da dachte ich, die Offensivwelle wird uns überrollen, aber wir sind jetzt besser ins Spiel gekommen. Und die Niederländer sind ein bisschen verunsichert, haben hier schon den ersten Fehlpass gemacht, der ins Ausging. Hinteregger. Schaub. Fehlpass. Auch auf unserer Seite. De Jong. Die kommen über den Flügel. Arjen Robben. Unser Teamkollege bei Bayern München. Er will schießen. Der Schuss wird aber abgeblockt von David Alaba, der ebenfalls beim FC Bayern München unter Vertrag steht. Für wem ist es ein Vorteil? Für Alaba oder für Robben, dass sie sich gegenseitig kennen? Wir werden sehen im Laufe der Partie. De Vrij, Strottmann, Arjen Robben. Schlechte Flanke, kommt nicht an. Tut mir leid. Martin Hanik kann den Ball mit dem Kopf weiterspielen. Julian Baumgartlinger auf Martin Hinteregger, der Kapitän. Ja, den hätte er vielleicht schneller spielen müssen, aber er musste sich nochmal umschauen. Schauen, wo ist denn der Mitspieler? Hat ihn dann zu spät gefunden. Willems. Memphis Depay. Klaassen. Der kommt gefährlich, aber Dragovic hat das im Griff. De Jong kommt nicht durch. Wir haben zwei De Jong. Einmal den Legionär bei AC Milan und der zweite unter Vertrag beim PSV Eindhoven. Also der Stürmer bei Eindhoven und der Mittelfeldspieler beim AC Milan. Arnautovic! Und der stand aber leider schon im Abseits. Wollte Martin Hanik bedienen, hat er auch gemacht. Aber das Tor, das zählt halt nicht. Ja, er wollte nochmal zurücklaufen. Nee, wollte nicht. Arnautovic stand hinterbei. Schöne Kombination. Ah, da kommt er noch mal ran und der schießt Martin Hanig an seinen eigenen Mitspieler. Hier noch mal der Schussversuch, der vom Schenkel des David Alabas abprallt. Indy. Legionär in Portugal. Die Pässe kommen nicht mehr an. Dortmann. Jetzt aufpassen. Florian Klein ist aufmerksam. Es gibt den Eckball für die Oranjes. Und den fausten wir mal weg. So kommt keiner ran. Dortmann. Oh, bitte nicht so herumspielen im eigenen 16-Meter-Raum, da werde ich ganz nervös. Kann er sich durchsetzen? Nein, aber wir kommen nochmal an die Kugel. Louis Schaub. Und da ist er aber nochmal knapp vor der Halbzeitpause. Das 2-0
Martin Hanik leitet alles ein, spielt ihn auf Louis Schaub. Der dreht sich nochmal um, spielt den Stuttgart-Legionär nochmal an und der verwandelt in den linken Winkel. Sie lassen keine Chance zu parieren. 2-0 führen die Österreicher gegen die Niederländer. Und jetzt muss es auch in die Pause gehen. So ist es, psychologisch wertvoll, meine Freunde, dass wir da nochmal den Vorsprung vergrößern konnten. Hier hatten wir schon Glück zum Beispiel. Irland gegen die Schweiz 0-0 und Nordirland führt gegen die Schweden aus dem Norden mit 1-0. Das ist mal ein gutes Ergebnis in den ersten 45 Minuten. Martin Hanik, diesmal kommt er nicht zum Schuss. Dragovic, Baumgartlinger. Wir müssen das Spiel nicht mehr machen, das wissen wir. Jetzt versucht das einfach aus jeder Position nochmal ein Tor zu schießen. Die letzte Begegnung in Real Life, das haben die Niederländer genau umgekehrt gewonnen, was den Spielstand anbetrifft. Das haben sie 2-0 gewonnen, auswärts in Österreich. Mit einer sehr, sehr jungen Truppe. Da gab es kein Robben, kein Snyder, der da irgendwas aufgezogen hat. Oh, da hat De Jong jetzt den Kopfball an die Latte gesetzt. Glück für Österreich. Ich hoffe, das motiviert sie nicht zu sehr. Da hätte ich ausgehen müssen. Boah, wenigstens den habe ich mir jetzt geschnappt. Boah, schön gemacht, Louis Schaub. Martin Hanik. Er kann sich nicht durchsetzen gegen Martin Sindi. Julian Baumgartlinger, schön gemacht. So, kein Offensivaufbau für die Niederländer. Erste Auswechslung in der Partie. Gorgon kommt rein für Louis Schaub. Gorgon, der mir gefallen hat im Spiel gegen Nordirland und der jetzt seine Chance früher bekommt, sein Talent, seine Offensivstärke unter Beweis zu stellen. Strottmann beim AS Rom unter Vertrag hatte eine lange Verletzung hinter sich, beziehungsweise zwei lange Verletzungen. Da war er schon fit und dann hat er sich direkt wieder verletzt. Er ist auch der jüngste Kapitän, der jemals eingesetzt wurde. Ich glaube mit 19 Jahren für die Oranjes. Dürfte gegen San Marino oder so gewesen sein. Und der war nicht schlecht angesetzt von De Jong. Wieder aber am linken Pfosten vorbei. Jetzt kommt auch Robin van Persie für De Jong rein. Der einer der schönsten Kopfballtore der WM-Geschichte eingenetzt hat. Indy. Jetzt aufpassen. Boah, David Alaba. Gerade noch. Van Persie ärgert sich.
Aber Alaba hat schon Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Robin van Persie, der momentan auch nicht mehr in Form ist. Boah, da wollte ich einen Schritt in die Mitte machen, das war ein Fehler. Trotzdem können wir den Ball noch halten. Eckball für die Niederlande. Boah, wir fausten daneben. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Gorgon verliert die Kugel. Nein, er behaupt. Nein, er verliert sie. Robben, bisschen. Boah. Egoistisch wollte ich sagen. Fehlpass. Eigentlich wollte ich den nach vorne sehen, aber sie haben ihn zurückgespielt. Schöpf. Janmaat läuft vorbei, will ihn nicht nehmen. Jetzt ist Florian Klein, der rechte Außenverteidiger, genau auf der anderen Seite, wo er nicht spielt, nämlich auf der linken Offensivposition. Und deswegen gab es auch das Missverständnis. Ich glaube, Florian Klein wollte gerade den Rückzug machen, als ihn da Schöpf den Pass gespielt hat. De Vrij. De Jong. Strootman. Und Van Persie bringt die Kugel nicht aufs Tor. Unser Glück, der kam ja völlig frei am Elfmeterpunkt zu schießen. Also da müssen wir noch aufmerksamer werden. Und wie es momentan aussieht, wird die Niederlande die WM 2018 zumindest hier nicht miterleben. Promes ist auch jetzt für Memphis Depay gekommen. Nochmal ein linker Flügelspieler. Foulspiel. Einer der wenigen Fouls. Ist das erste Foulspiel, oder? Jetzt kommt jetzt auch Christian Fuchs, der mit Leicester City die Premier League gewonnen hat, ins Spiel. Das soll jetzt gegessen sein. Hat den Harnik. Und nach vorne. Er pfeift es aber noch nicht ab. Wundert mich ein bisschen. Und die Partie ist zu Ende. Wir gewinnen mit 2-0 gegen die Oranjes und holen uns die 3 Punkte, die 3 wichtigen Punkte. Wir schauen uns gleich die Tabelle an. Die Schweiz gewinnt und Nordirland gewinnt tatsächlich. Das Gute ist, wir haben mit 2 Toren Abstand gewonnen. Das heißt, wir haben, was die Tordifferenz angeht, viel gut gemacht. Und das seht ihr auch. Wir sind 3 Punkte vor Nordirland und der Schweiz, haben aber um 4 Tore die bessere Tordifferenz. Für die Niederlande ist immer noch alles möglich, man sieht es. 4 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz, hinter der Schweiz, das kann sich noch ausgehen, aber wir sehen uns dann wieder im alltäglichen Beruf wieder, nämlich in der Liga, in der deutschen Bundesliga. Der FC Bayern München gegen den ersten FC Kaiserslautern.
Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Porzian LP. Tschüss, Leute.